Ja, servus und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der WSG Tirol im Anschluss an die fünfte Runde der Admiral-Bundesliga. Wir trennen uns beim SK Rapid Wien mit 1:1. Bei mir am Podium begrüßen darf ich Cheftrainer Thomas Hilberger. Coach, 1:1 in Wien, wie zufrieden bist du mit der Leistung deiner Mannschaft heute? Ja, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, ein glücklicher Punkt im Nachhinein, so ehrlich bin ich dann schon. Wobei die ersten 45 Minuten haben wir es richtig gut gemacht, haben super Umschaltsituationen vorgefunden, ein Traumtor gemacht. Und die ersten 45 Minuten haben wir eigentlich nur Probleme gehabt bei Standardsituationen. Das ist auch der körperlichen Überlegenheit von Rapid geschuldet. Unser Mittelfeld mit der Ferner, Östendag, Sulzbacher und Kronberger ist extrem von der Körpergröße natürlich klar unterlegen. Und da war Rapid gut. Und zweite Halbzeit haben sie uns halt mit einem Ausgleich oder gleich mit Beginn der zweiten Halbzeit einschnürt. Und ja, dann haben wir schon gemerkt, wie es ist in Hütteldorf, wenn sie auf die West spielen, was da für ein Druck entstehen kann. Aber ja, wir waren sicher in zwei, drei, vier Situationen richtig glücklich, haben aber andererseits auch die Chance gehabt für einen absoluten Lucky Punch in der 78. dadurch und der Ferner. Aber am Ende des Tages war Rapid besser und wir haben einen glücklichen Punkt und damit leben wir. Eure Fragen bitte. Johannes Bauer, Lola 1. Gerade weil der Punkt vielleicht doch ein wenig glücklich war, wie lässt sich der jetzt im Vergleich zum Saisonstart insgesamt einordnen? Macht die Mannschaft doch Fortschritte, wenn sie solche Leistungen bei Rapid auswärts bringt? Ja, ich glaube, auf der ersten Halbzeit soll man aufbauen. Das war letzte Woche gegen den LASK, haben wir auch überragende 60 Minuten gespielt, waren 1:0 vorne. Und dann sind wir halt dann schon, dass wir zu viel dann zulassen, dass wir ein bisschen den Faden verlieren, vor allem wenn wir wechseln. Wir haben nicht die Qualität, dass wir einen Burgstaller bringen können und dann Grüll und den noch. Bei uns kommen halt Tiroler Buben rein. Und deswegen bin ich mit der Entwicklung sehr zufrieden. Und wer uns heute in der Startaufstellung gesehen hat, wir haben 6 neue Spieler im Sommer geholt und die haben alle 6 in der Startelf gespielt. Also von denen her haben wir eigentlich jedes Jahr komplett runter an den Club und oder die Startelf. Und von denen her ist schon Politik der kleinen Schritte, aber jetzt haben wir Blau-Weiß-Linz vor der Brust und mit einem Dreier sind wir dann wieder gut in der Saison drin. Ja. Macht der Kollege Kronberger im Training öfter solche Schüsse oder ist er da der einfach Luke, heute einer ausgekommen? Der Luke hat eine super Schusstechnik, nur muss man ab und zu die Spieler zu Schüssen zwingen. Ich muss generell sagen, es freut mich ungemein für den Buben, weil der hat jetzt wirklich eineinhalb Jahre eigentlich verlorene Jahre. Jetzt hat er schon 2 Saisontore bei uns gemacht in Tirol, hat jetzt durch die heutige Einsatzzeit mehr gespielt wie letztes Jahr die ganze Saison. Und wir werden den Luca Kronberger Schritt für Schritt dahin bringen, wo er seinerzeit die Admira verlassen hat. Da war er einer der österreichischen Top-Talente und der Junge hat Potenzial, deswegen freut es mich für ihn enorm. Ja, bitte. Thomas, Glückwunsch zum Punkt von meiner Seite. Du hast es angesprochen, schon wie in der Vorwoche, die ersten 45 Minuten waren überragend, dann kommt der Rückfall. Hat es mit der körperlichen Situation der Spieler, mit der körperlichen Situation im Mittelfeld zu tun oder woran liegt es aus deiner Sicht? Ja, es ist eine Summe von vielen. Wir sind jetzt am Start der Saison, wir trainieren viel und man muss auch sehen, wie viele Spieler vorne Prelitz, Buxer, die haben den ganzen Frühjahr nicht gespielt. Der Kronberger hat das ganze Jahr nicht gespielt. Und der Ferner hat 2 Monate kein Training gehabt, weil er den WRC verlassen hat, hat 1 Monat kein Training. Also wir müssen schon Schritt für Schritt diese Einsatzminuten in der Bundesliga heranführen, weil das sind die intensivsten, was es gibt. Aber ja, die Jungs haben ein Defizit aus dem letzten Jahr mitgenommen, weil sie kaum gespielt haben. Und das gilt halt Woche für Woche, es wird Woche für Woche besser, aber wir sind bei Weitem noch nicht da, wo wir es hinhaben wollen. Und deswegen bin ich froh, dass nächste Woche die Länderspielpause anbricht, weil da können wir noch einen Block Athletik draufschalten, dass wir die Jungs endlich so fit kriegen, dass wir 90 Minuten unser Programm durchziehen können. Noch eine Abschlussfrage von mir. In der Spielanalyse, wo knüpfst du an den positiven Dingen der ersten Halbzeit oder dann doch an den negativen der zweiten? Nein, ich glaube,
ich werde die Analyse morgen oder heute beim Retourfahren kriegen von unseren Videoanalysten. Wir werden natürlich die positiven Sachen herausheben. Und zwar als Geschichten müssen wir ansprechen, vor allem bei den Standardsituationen. Da hätten wir eigentlich eine andere Idee gehabt, dass wir es besser blocken und den Leo Querfeld ist uns nicht gelungen. Da haben die Spieler zu sehr darauf vertraut, dass nichts passiert. Also die Standardsituationen müssen wir scharf anreden, weil diese Standardsituationen beeinflusst Spiele massiv und da müssen wir einfach in allen Bereichen besser werden. Ansonsten sagen wir sehr, sehr viele gute Sequenzen, was wir definitiv erst Halbzeit gehabt haben. Gut. Bitte. Nochmal Nachfrage zum Programm. Wenn man die ersten drei Partien verliert in einer Saison, wie vermeidet man da eine Katerstimmung? Und wenn ich jetzt aufs Programm schaue, die nächsten Gegner, eben Blau-Weiß Linz, Lustenau, sind jetzt auch nicht sonderlich gut in die Saison gestartet. Wird das jetzt erst wirklich der Knackpunkt sein, wo sich der Saisonstart so ein bisschen entscheiden wird? Ja, nächste Woche ist natürlich sehr, sehr wichtig. Mit einem Sieg hätten wir 5 Punkte. So glaube ich, haben wir jede unserer Länderspielpausen zwischen 4 und 6 Punkten. Sind wir immer noch die 6 Spiele reingegangen. Das Programm, der Auftakt war, gelinde gesagt, ja, unter jeder Kritik. Aber eins hat dieser Verein, der hat etwas, was viele Vereine oder kaum ein Verein in Österreich hat, der ruht in sich. Wir können in Ruhe arbeiten, es gibt wenig Druck. Natürlich sind die Ergebnisse unzufriedenstellend, aber Stefan Köck und ich, wir haben extrem kurze Wege ins Präsidium und deswegen kann der Verein in Ruhe arbeiten und wir wissen schon, wenn wir ehrlich sind, wir sind die WSG Wattens und wir spielen jetzt 4. Jahr in der Bundesliga. Das ist die größte Stärke, was dieser Verein hat und um das, glaubst du, beneiden uns extrem viele Vereine, dass da noch 3 Niederlagen in Folge medial nichts aufgeht, dass es eine Trainerdiskussion gibt, dass das schlecht ist und so weiter. Wir machen das intern, wir handeln das intern in aller Schärfe ab, aber wir werden nicht unrund deswegen. Noch ein Punkt von mir, den man einfach fragen muss, das Transferfenster endet. Wird sich bei euch auf der Zu- oder auf der Abgangsseite noch etwas tun? Hast du was mit dem Stefan in der Pipeline oder kommt da die Tiroler Gelassenheit und sagst, wenn der 1. September kommt, ist der Zauber endlich vorbei? So Sieg ist, vielleicht kann der eine oder andere noch uns verlassen. Allerdings denke ich da eher an Kaderspieler, wo es wenig zum Einsatz kommen, dass man irgendwo in die 2. Liga verleihen. Neue Verpflichtungen, es kommt nächste Woche der Mohamed Diarra dazu, da warten wir auf die Rot-Weiß-Rock, der war heute schon mit. Ich hoffe, dass das nächste Woche endlich klappt. Dann ist der ein Neuzugang und du wirst sehen, da werden wir noch viel Freude mit den Jungen haben. Gut, wenn es keine Fragen gibt, danke fürs Kommen und schönen Abend. Danke, Männer. Vielen Dank.